Ich grüße Sie. Haben Sie gefunden, was Sie suchen? Nein, noch nicht. Werde ich aber. Thank you.
Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen. Ich hätte dich ausliefern können. Bei dem Bonus? Ja, einer hat sich ergeben. Die Typen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Wird aber jemand Spaß haben. Ach, das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, dass Sie streichen so für den Job. Was soll's? Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate. Aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gebürgt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet und musste aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. Ich genieße es. Meistens sind die Jobs... Wir haben getroffen! Genau da! Wir sind einer weniger! Das ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte. Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Okay. Sobald wir mit der Suche hier fertig sind, könnt ihr mit den übrigen raufgehen. Wonach genau suchen wir denn? Die Zentrale glaubt, der Atlas ist unter der Kathedrale. Wir suchen nach allem, was diese Theorie stützt. Was denn genau? Wüssten wir das, müssten wir nicht suchen. Ich sehe mal nach. Roger. Irgendjemand... Ich sehe sie! Mach sie fertig!
Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht sein. Ich sehe sie! Mach sie fertig! Hinter mir! Mach sie! Warte, ich stehe unter Beschuss! Wir halten verloren! Mach sie kalt! Auf Verstärkung! Unter Beschuss! Deckung!
Danke. Verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiß ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor.
Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum hallten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen hier beschützen. Die göttliche Quelle. Den Teil kapiere ich noch immer nicht. Was diese Quelle auch ist, muss etwas wissen. Thank you.
Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu. Verfolgt zu werden, machen Sie schneller.